weit, so weit, so weit, so weit. Und wieder ran. Hallöchen! Ich blende dich mit meinem Antglitz. Haha. Hey, du bist also hier. Dann lass uns mal ein Rennen fahren. Okay, los geht's. Blau, 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 blöd, Enzian. Ratatatata. So, einen Turbostart gibt es auch hier. Mal schauen, ob ich den hinbekomme. Nein, diesmal nicht. Aber in den vorherigen Aufnahmen, die leider nichts geworden sind, muss ich sagen, dass ich hier schon eher ein System für den Turbostart erkenne, als bei den anderen. Also bei LEGO Racers 1 ist das bei mir immer noch nicht zu erschließen. So, wie ihr seht, sind die Steine etwas anders, sind die Items, die wir aufnehmen, etwas anders. Es sind keine farbigen mehr, sondern es sind nur noch diese runden Teile. Und diese runden Teile, das ist einfach nur noch ein reiner Zufall, welches Item man bekommt. Und man aktiviert die Items auch nicht mehr mit der Enter-Taste, war das, glaube ich. Ich habe gerade keine Ahnung. Sondern man arbeitet dann jetzt hier mit den Pfeiltasten. Und um ein Item zu stoppen oder zu benutzen, drückt man die 1. Vorhin hatten wir so einen tollen, keine Ahnung was das war, so einen Tron-Diskus. Und jetzt haben wir Unsichtbarkeit und wir haben vorhin irgendwie ein Stück von unserem Fahrzeug verloren. Ja, denn das ist möglich. Man kann mit seinem Fahrzeug kaputt gehen. Das Fahrzeug kann in seine einzelnen Bestandteile aufgelöst werden. Wir haben jetzt eine Zielrakete und haben das erste Rennen gewonnen. Also, wie schon gesagt, das Auto, beziehungsweise das Fahrzeug, was man hat, das kann kaputt gehen. Und wenn das völlig kaputt ist, dann hat man das Problem, dass man zu Fuß läuft. Und dann kann man keine Items mehr benutzen und man ist um einiges langsamer. Mist! Das gibt's doch gar nicht! Wie hast du es nur geschafft, meinen neuen Bagger zu besiegen? Ich lach mich tot! Was gibt's da zu lachen? Warum forderst du nicht mal LEGO Sucks heraus? Meinetwegen! Los, LEGO Sucks! Wir treffen uns an der Post! Dir liefere ich ein Rennen, an das du dich noch lange gern erinnern wirst! Geht klar, Postler! Geht klar! Weiter geht's! Und bevor wir uns jetzt dem Postler zuwenden, zeige ich euch ein paar andere Sachen. Nämlich, durch den Sieg unseres ersten Rennens haben wir oben links einen goldenen Stein bekommen. Wie es uns der Fred auch versprochen hat. Allerdings können wir nicht nur durch Rennen goldene Steine kriegen, sondern, wie man hier auch sieht, kann man diese auch finden. Und das Ziel des Spiels ist im Grunde genommen nicht nur die Meisterschaft zu gewinnen, sondern alle goldenen Steine einzusacken. Und das gibt immer so einen tollen Sound. Tada! So, und da ich das Spiel ja jetzt leider nicht blind spiele, nochmal ein Riesendank an LEGO Racers, an LEGO und an die ganze Funktion von Fraps. Zeige ich euch jetzt auch noch direkt mal alle anderen Sachen, die ich bisher gefunden habe. Zum Beispiel dieser Wirbelwind. Diese Wirbelwinde sind auf der Karte verteilt und das sind Minispiele. Hey, what's up? Was kann ich für dich tun? Naja, eigentlich sollte ich mit dem Taxi zu meinem Labor fahren. Aber der Taxifahrer ist viel zu beschäftigt, um mich zu fahren. Wieso denn? Ach, wegen der galaktischen Meisterschaft sind alle unterwegs und versuchen, ihre Arbeit rechtzeitig fertig zu kriegen, damit sie auch nach Xalax können. Xalax, dort ist die galaktische Meisterschaft. Steig ein! Ich habe Zeit, dich hinzubringen. Komm, das wird ein tolles Date. Oh, vielen Dank, LEGO Sucks.
Ich wäre ganz schön dumm dran, wenn du nicht gekommen wärest. Aber gern. Mal sehen, ob ich noch ob ich noch andere Leute finde, die ein Taxi brauchen. Wenn ich dich abgesetzt habe. Ah, okay, Kumpel. Der Taxifahrer hat so viel zu tun, dass du ihm eine Zeit lang helfen musst. Sieh dich um, ob du noch andere Fahrgäste findest. Sie sind auf der Karte markiert, blink unten rechts. Wenn du nah genug an einen heranfährst, steigt er ein und sagt dir, wo er hin muss. Dann brauchst du ihn nur noch hinzubringen. Ausrufezeichen. Verstehe, General. Alles klar. Auf der Karte, die du auf dem Bildschirm blink unten rechts siehst, zeigt dir eine blinkende Zielmarkierung, wo du hinfahren musst, die wir jetzt noch nicht sehen. Ach ja, vergiss nicht, du kannst immer nur eine Person mitnehmen. Also, mach dich auf die Socken. Ausrufezeichen. Wichtig. Befehl. Und jetzt kommt das kleine Mysterium. Sparky sagt, drücken Sie eine Taste, um zu beginnen. Ich drücke Enter. Es ist eine Taste. Hört ihr das? Das ist meine Enter-Taste. Und das ist auch eine Taste, aber sie funktioniert nicht. Er will sie nicht annehmen. Darum drücke ich die Leertaste. Und es funktioniert und wir können anfangen. Und wir haben ein ganz anderes Auto, das ist nämlich der Taxiwagen. Und die steigen nicht einfach so ein. Nein, man muss sie trotzdem ansprechen. Und das machen wir auch mal. Und dann sagen sie uns, wo sie hinwollen, nämlich zu den wissenschaftlichen Labors am Südostende der Insel, bitte, Lego Sucks. So, jetzt haben wir einen Fahrgast und wir müssen diesen absetzen. Leider gibt's da auch ein kleines Problem. Oben rechts ist eine Zeitspanne. Und dann gibt's noch ein weiteres Problem. Nämlich, hier fahren hin und wieder... Wow, das war knapp. Hier fahren hin und wieder auch andere Fahrzeuge rum, die uns rammen und die Fahrgäste dann klauen. Das ist nicht so nett, das ist überhaupt nicht nett, das ist ziemlich scheiße. Weil dann fallen die raus und man muss sie wieder von neu einsammeln. Und das ist auch bei den anderen Greggy-Bonusspielen so. So, sorry wegen dem kleinen Sprung, aber Fraps hat eine neue Datei gemacht. Und währenddessen habe ich den Typ angesprochen und er ist reingesprungen in unser tolles Fahrzeug. So. Jetzt fahren wir mal etwas mehr wie ein Taxifahrer, nicht über die Berge. Zumindest haben wir ja noch andere Personen, die wir abliefern müssen. Oh ja. Es ist locker flockig. Oh, ein weiterer goldener Stein. Ah, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Ah, verdammt. Okay, den nehmen wir gleich mit.